Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und es ist diesmal ein Vogel geworden. Ja, auf der Passepartout habe ich natürlich auch wieder was gemacht. Ich habe hier mit einer Folie gearbeitet, die verschiedene Töne drin hat, also ein Blau und ein etwas Rot und natürlich das Gold. Die gibt es zu kaufen und die finde ich richtig, richtig toll, da das Blau ja wunderbar zu dem Vogel passt. Ja, ihr seht, ihr könnt wirklich alles machen. Ich kippe das, vielleicht seht ihr das noch etwas besser. Ja, ihr könnt wirklich alles machen. Probiert es aus, kombiniert auch die scheinbar unmöglichsten Sachen und es werden die tollsten Bilder daraus. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen, beim Kreativsein und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und schon geht's los. Ja, hier seht ihr die Skizze. Da habe ich den Bleistift etwas besser aufgedrückt, sodass ihr das eben besser sehen könnt. Ich nehme jetzt mit einem Knetgummi, nehme ich jetzt wieder etwas weg von dem Bleistift, weil ich ja mit Aquarellfarben malen möchte, zumindest einen Teil. Und hier habe ich einen neuen Maskierstift und ihr seht, es braucht eine Zeit, bis der dann angeht. Und so markiere ich mir jetzt erstmal die Teile oder die Stellen, die eben weiß bleiben sollen erstmal. Ein Tipp bei dem Maskierstift, wenn ihr aufhört zu maskieren, dann macht den nicht einfach zu, sondern nehmt die Spitze raus, die kann man rausnehmen und macht die unter fließendem Wasser sauber. Dann könnt ihr den beim nächsten Mal wieder sehr gut hernehmen. Ja, hier habe ich etwas die untere Seite etwas angefeuchtet und habe mir dann so einen Beige-Lila-Ton gemischt, ganz zart nur, also wirklich nicht stark, ganz zart und lege mir jetzt so meine Farbfelder an und wie ich es immer mache, ja, ich lege an, nehme etwas weg, ja, wo es wieder hellere Stellen geben soll, da nehme ich die Farbe wieder weg. Hier seht ihr das, hier soll es noch etwas heller sein. Dann lasst alles sehr, sehr gut trocknen und den unteren Teil habe ich jetzt schon die Maskierflüssigkeit weggemacht und habe das etwas nass gemacht und lege da ganz feine Farbfelder an, aber auch wieder in diesem grau-lila Ton und etwas beige. Dann geht es auch schon weiter mit dem Kobaltblau. Es soll ein Blau her werden und der hat wunderschöne Blautöne. Also das ist echt gigantisch. Ich habe mir noch überlegt, wie ich das noch ausarbeiten will. Aber ja, bleibt dran, ihr werdet es gleich sehen. Erstmal lege ich verschiedene Farbflächen an, nehme dann auch mal wieder etwas Farbe weg. Hier habe ich wieder meinen 10er Rico und wie ihr seht, kann man mit dem auch wunderbar feine Sachen malen. Macht nur die Spitze immer fein, gut, nicht fein, sondern immer gut spitz, dann funktioniert es. Ja, ich nehme Farbe weg, lege wieder Farbe drauf, wie es mir richtig erscheint. Und dann geht es auch los mit den Ästen. Die lege ich erstmal mit so einem Ockerton an. Und gehe dann mit immer dunkleren, warmen Brauntönen drüber. Das vermischt sich dann sehr schön. Also auch hier nehme ich dann noch etwas Wasser und verziehe die dunklen Stellen noch etwas ineinander. Das kann man ja also mit dem Aquarell, mit den Aquarellfarben ja wunderbar machen, dass man da noch viel ja, verändert. Hier habe ich einen kleinen Rundpinsel, also von Bleiswig. Das ist ein 8er, der ist auch sehr, sehr spitz, sehr fein.
Da male ich noch ein paar Details. Das Bild ist ja nur 10 auf 10 cm. Also das ist wirklich ein kleines Stück Aquarellpapier. Und da drauf zaubere ich jetzt schon langsam den Blau her. Hier habe ich mir aus Lila-Tönen und Blautönen so eine Art Schwarz gemischt. Also das ist kein Schwarz, das ich in irgendeinem Farbnapf habe, sondern ich mische mir das ganz gerne. Das ist nämlich weicher. Nur hin und wieder nehme ich die andere Farbe, also wirklich ein Schwarz, das eben schon angemischt oder ja, da ist. Ja, alles sehr gut trocknen lassen und jetzt ruppel ich wieder die Maskierflüssigkeit, also den Maskiergummi weg und mache auch noch ein paar Bleistiftstriche weg, wie ihr gesehen habt. Und dann lege ich los mit den Polychromos, also mit den Holzstiften, die sind wunderbar weich. Ich verlinke euch die Sachen unten in der Infobox, da könnt ihr mal reinschauen. Also ich bin von diesen Stiften begeistert. Die sind sehr weich und da man ja mit sehr spitzer Spitze arbeitet und malt, wenn ihr die spitzt, dann drückt nicht ganz so fest auf. Da bricht nämlich die Spitze dann ganz gern ab. Ich bin da manchmal zu ungestüm. Ja, hier kommt eine Feder nach der anderen. Mit diesen Stiften kann man auch sehr gut übereinander malen. Das heißt, man kann auch mal dunklere Stellen wieder aufhellen. Also das finde ich richtig gut zum Experimentieren. Wunderbar. Und ich kenne so manchen Künstler, der damit also wirklich exzellent umgehen kann. Habt ihr bestimmt im Internet, also in YouTube auch schon etliche gesehen, die das so richtig, richtig gut können. Ja, jetzt kommt noch ein Schwarz dazu. Also bei dem Polychromos nehme ich schon das Schwarz, ist ja klar. Und die Federn arbeite ich so langsam aus. Die Blautöne sind einfach wunderschön. Also alle Töne dieser Farben, aber ich finde einfach Blau wunderschön. Eine meiner Lieblingsfarben. So, hier seht ihr es. Ausarbeiten geht damit wunderbar. Auch ganz feine Sachen kann man damit malen. Also der Blauhäher hat so einen dicken Schnabel. Ich habe mir später dann gedacht, ja, das sieht aber schon irgendwie komisch aus. Der Schnabel ist relativ dick, aber der ist tatsächlich so. Also wenn ihr mal im Internet nachschauen wollt, der ist tatsächlich so. Das Referenzfoto kann ich euch leider nicht zeigen. Das habe ich aus einem Buch raus und da will ich dann nicht irgendwelche Schwierigkeiten bekommen oder eben jemand auf die Füße treten. Das wäre nicht in meinem Sinn und auch nicht in eurem. Ja, aber die Skizze habt ihr ja, die könnt ihr euch auch abfotografieren und dann diese als Vorlage vielleicht auch nehmen. Mit dem Weiß helle ich verschiedene Stellen wieder auf, mach noch ein paar Federn, so Flaumen ran, hell es wieder auf, mach wieder dunkler, hell es wieder auf, mach wieder etwas dunkler, setz einen Strich an den anderen und schön langsam wird es so fluffig, wolkig, wie auch immer. Ja. Es ist ein bisschen ein Geduldsspiel, aber es lohnt sich und es macht Spaß. Und wie ich schon oft gesagt habe, lernt euer Material kennen, dann könnt ihr die tollsten Sachen machen, weil ihr genau wisst, mit was für Stiften, mit was für Material, welches
Muster oder welche Vorlage ihr umsetzen könnt, dass das auch richtig toll wird. Das ist die Erfahrung, die man dann sammelt. Und außerdem, ja, ausprobieren, das ist einfach toll. Ich habe es schon immer gern gemacht. Hier seht ihr, zuerst noch heller, dann doch wieder dunkler, dann doch wieder heller, dann doch wieder dunkler. Probiert aus. Ihr könnt wirklich immer wieder mal drüber malen, das wieder aufhellen. Das ist also wirklich faszinierend, mit diesen Stiften zu arbeiten, zu malen. Ja, meine Haare wieder im Weg. So, und jetzt geht's los mit den Ästen. Und da mache ich noch etwas so wie Art Schatten und einfach Dunkelheit und Helligkeiten arbeite ich noch raus. Mit den eher warmen Brauntönen arbeite ich total gern, mache ich total gern. Lege ich wieder dunklere Stellen an. Und so wird das Bild schon langsam komplett erstmal. Mit dem Gelb nochmal Helligkeiten. Und hier habe ich mir verschiedene Grüntöne genommen. Und das ist so ein Nadelbaum. Und ich habe einfach mit dem hellsten Grünton begonnen. Und bin dann immer dunkler geworden. Habe da praktisch immer nur so kleine Striche gemacht. Das macht auch richtig Spaß. Da muss man nicht viel aufpassen. Da muss man einfach nur zackig sein und ja, genießen und sehen, was draus wird. Das ist manchmal schon, ja, erstaunlich. So, noch etwas Dunkelheit. Ja, gleich bin ich damit fertig. Noch etwas Helligkeit. Dann lege ich mir da noch etwas von dem Grün, von dem hellen Grün mit darunter. Da kann man auch wunderbar über diese Stifte drüber malen. Und hier habe ich mir meine Passepartout schon geschnitten. Und wie ihr seht, habe ich so einen Silikonpinsel. Der ist spitz, da ist Nummer 2. Die habe ich von Bösner, die gibt es also wirklich in den verschiedensten Größen und hier habe ich den feinen und habe mir mit der Anlegemilch, mache ich mir hier so Kreise. Leider seht ihr das nicht gut. Naja, weiß auf weiß ist ja auch etwas schwierig, aber ihr seht es etwas glänzen und wenn ihr das habt, lasst es wirklich sehr, sehr gut trocknen und dann erst lege ich das Designmetall auf. Ich habe mir diesmal ein eher buntes Designmetall ausgesucht mit vielen Blauschattierungen drin, weil das einfach zu diesem Vogel wunderbar passt. Und ich wollte da schon Ton in Ton bleiben. Hier seht ihr, habe ich schon einiges verarbeitet in anderen Bildern. Hier seht ihr das, wie das changiert. Das ist doch toll. Ja, da nehme ich mir die Reste weg, probiere, wie mache ich das denn am besten drauf und ja, lege mir das dann auf die Anlegemilch, auf die Muster drauf, nehme meinen weichen Pinsel, reibe das erstmal etwas fest und erst dann mache ich das, seht ihr, erst dann kommen die Einzelheiten raus. Lasst aber die Anlegemilch, wie ich schon ganz oft gesagt habe, wirklich sehr, sehr gut antrocknen. Manchmal ergibt es da so dickere Stellen und dann verschmiert es, wenn es nicht ganz trocken ist. Ja, und wie ihr hier seht, mache ich noch die letzten Reste weg. Alles wird aufgehoben und wiederverwendet und gleich ist das Bild fertig. Viel Spaß bei den Detailansichten und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!